Jo, liebe Leute, schönen guten Tag. Wie ich gemerkt habe, sind die Nintendo-Videos bei euch am besten angekommen und ganz besonders das Video mit den creepy Nintendo-Sachen. Und aus diesem Grund habe ich mir eine neue Topliste überlegt, und zwar die 5 gruseligsten Gegner aus Mario-Spielen, die mir als Kind am meisten Angst eingejagt haben. Und ich bin nicht alleine, Leute. Ich habe sogar 2 Gäste dabei, die auch einen Charakter bzw. einen Gegner vorstellen wollen. Und ich würde sagen, bevor wir noch lange schnacken, lasst uns beginnen mit dem ersten. Und als ersten Gegner habe ich den Kettenhund aus Mario, Leute. Und ich habe ihn als erstes in Mario 64 damals richtig wahrgenommen und dort kam er mir schon ein bisschen komisch vor, Leute. Ihr müsst euch einfach mal das Design auch reinziehen. Einfach so eine Kugel, so ein Pac-Man-Verschnitt in Schwarz mit riesen Glubschaugen, die einen anstarren und einfach scharfen, eckigen Zähnen, die einen aufessen wollen, und der stürmt einfach aggressiv auf einen los. Das hat mir als kleines Kind wirklich Angst eingejagt. Bei Mario 64 habe ich deshalb in der ersten Welt auch den Stern meistens nicht eingesammelt, weil ich mich gar nicht rangetraut habe an das Ding. Und er hatte auch schon mehrere Auftritte, der Kettenhund, und jeder kennt ihn eigentlich, jeder ist ihm mehr als einmal begegnet meistens. Er war sogar in den Mario Kart-Spielen, Leute. Dort hat er einem zwar geholfen, aber für die Leute, die ihn nicht als Item hatten, saß er auch im Nacken und hat einen angegriffen, Leute. Er war sogar bei Link's Awakening bei dem Zelda, Leute. Ziemlich gutes Spiel, dort war er auch. Und dort hat er einen auch geholfen, hat einen sogar das Dungeon geöffnet. Aber in den meisten Spielen, und er ist wirklich fast in jedem Mario vorhanden, ist er einfach aggressiv und will einen an den Kragen. Das nächste ist aus Super Mario 64, Leute. Und die meisten von euch sollten bereits wissen, was ich meine. Und zwar aus dem Kurs Big Boo's Burg. Dort herrscht allgemein eine mega gruselige Atmosphäre. Egal, wo man hinläuft. Bei manchen Stellen gibt es keine Musik. Man hört kaum was, auf einmal kommen aus den fliegen die Regale rum, und die gruseligste Stelle an dieser Sache ist das fucking Klavier, Leute. Viele wussten nicht, als sie das erste Mal Mario 64 gespielt haben, dass dieses Klavier verdammt nochmal am Leben ist. Dazu diese rote Münze, die dort noch dabei liegt, ist einfach absolut asozial, und da hat sich wirklich jedes Kind damals von dem scheiß Klavier verarschen lassen, weil es halt einfach verdammt gruselig und laut war. Dazu, wenn man sogar wusste, dass dieses Klavier am Leben ist, war es trotzdem gruselig, irgendwie in die Nähe davon zu gehen, weil halt diese Angriffsgeräusche, weil es wie so ein Hund auf einmal auf einen losgegangen ist. Also das Klavier gehört absolut in diese Liste. Als nächstes habe ich auf dem Zettel, Leute, diese fucking Sonne. Wer kennt sie nicht, Leute? Ich habe sie damals wirklich, ich hatte Angst vor ihr als kleines Kind, ich weiß noch, weil sie so einen aggressiven, wirklich so einen sauren Blick hat, so richtig sauer und aggressiv. Sie wird rot, sie bewegt sich und schießt Feuerbälle auf einen, die in der Welt auf einen niederprügeln, Leute. Das ist einfach ein richtig komisches Gefühl. Ich weiß noch, als Kind bin ich einfach ganz schnell durch die Welt gerannt, weil ich wusste, okay, die dreht gleich durch, die wird immer aggressiver, immer roter und es kommen immer mehr Feuerbälle. Und ich weiß nicht, sie hat sogar einen Titel, sie heißt Sengende Sonne, so wird sie einfach genannt in den Mario-Spielen, eine Sengende Sonne, also sie hat keinen richtigen Namen. Wer fand sie damals sympathisch, ganz ehrlich? König Boohoo war für mich schon immer einer der gruseligsten Charaktere in ganz Mario. Alleine schon in Mario 64 haben ja schon die Boohoos mir einen riesigen Schrecken eingejagt, indem sie sich die ganze Zeit mit ihren verrückten Blicken verfolgt haben und sie einfach irrlos umherwanderten. Und alleine diese Musik in Big Boo's Burg war einfach nur angsteinflößend als kleines Kind. Man dachte wohl, das sei nicht genug Schrecken für ein kleines Kind, und König Boohoo hatte dann auch wirklich seinen richtigen ersten Auftritt in Luigi's Mansion, und dort wurde es nochmal eine ganze Schippe gruseliger. Seine Augen waren einfach nur angsteinflößend, und ihn dann zu sehen, wie er Bowser manipuliert, seinen Kopf verdreht, ihn eigentlich ja schon verstümmelt, das fand ich schon zu hart. Ich meine, bei Mario-Spielen sollte man ja sich bewusst sein, dass das sehr viele Kinder spielen. Und als letztes habe ich heute wieder einen Charakter, gegen den man sich mehr oder weniger damals nicht wehren konnte. Ich habe ihn noch genau im Kopf bei Mario 64 und bei Super Mario Bros. 3, Leute. Und zwar heißt dieser Charakter Big Bertha. Ja, keiner kennt ihn richtig vom Namen her. Ich musste auch erstmal den Namen richtig googeln. Mir ist er sofort in den Kopf gekommen, als ich über die Liste nachgedacht habe an Gegnern, die mir einfach damals ein bisschen Angst eingejagt haben. Und es war einfach, man war im Wasser bei Mario 64, man will einfach nur darüber. Und dann kommt dieser Riesenfisch mit so einem Zahn, der einen einfach jagt und aufessen will. Ich weiß nicht, der wurde auch immer schneller, umso dichter man kommt. Und dann hat er einen erwischt und dann war einfach, ich weiß nicht, es war ein ganz komisches Gefühl, und es ist eigentlich nur ein Cheep-Cheep, der ein bisschen, ja, größer geraten ist. Das Ding ist einfach nur, dass er einen verfolgt im Wasser, wo man sowieso hilflos ist, und ich weiß nicht, das hat mir als Kind einfach extrem Angst eingejagt, und ich gehe den heutzutage noch aus dem Weg und mache einen großen Bogen um das Gebiet, wo er ist. Ja, Leute, ihr könnt ja mal eure Charaktere bzw. eure Gegner reinschreiben aus Mario-Spielen, vielleicht sogar aus anderen Spielen von Nintendo, und dann mache ich nochmal eine andere Liste, bzw. ich wollte sowas nochmal bei Zelda machen und allgemein bei anderen Spielreihen, wo gruselige Gegner sind oder allgemein irgendwelche Gegner, vor denen man damals Angst hatte. Ich finde das immer ganz geil, dass man so ein bisschen nostalgisch in Erinnerung schwelgt. Leute, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so dazu denkt. Vergesst auf jeden Fall nicht, bei Akata vorbeizugucken. Link ist in der Beschreibung. Und bei Tedash, die machen auch beide so Gaming-Videos, thematisierte Toplisten, irgendwas über Nintendo und andere Spiele. Deswegen guckt vorbei, es lohnt sich. Ansonsten bin ich raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss.